So, hallo, das ist der Manuel Schad von SOS Sports und der Jörg. Der Jörg. Ich habe noch einen Wuschel, der Wuschel hängt gerade dran. Ja, das sind ein bisschen grau, aber die haben, aber das liegt ja daneben. Das liegt an der Tour. Das liegt ja, an der Tour. So geil. An der Tour. Tag 11 heute. Ja, Tag 11 Tour. Tag 11 Tour, ja. Ja. Was haben wir heute gemacht? Wir haben heute früh zum Hotel rausgeschaut und es hat geregnet. Ja, scheiß Wetter, nass. Dann haben wir uns entschieden zu frühstücken. Ja, also ich bin wieder hochgestürmt, Kollege war schon angezogen. Und er hat gesagt, du, Kommando zurück, Hose wieder aus, wir können frühstücken, draußen regnet es nicht kalt. Ich war schon komplett angezogen, ne? Ich hatte auch schon das graue Kleid an. Ja, aber genau. Fürs Frühstück ziehe ich mir wieder aus. Ja, genau, dann haben wir wirklich toll gefrühstückt. Dann sind wir wieder raus und hat immer noch geregnet. Genau. Und dann haben wir entschieden, nehmen wir das Beste, den direkten Weg Richtung Fischament über kleine Landsträßle anstelle von Autobahnen, Schnellwegen und auch keine Tät mehr wegen dem Scheißwetter, weil war alles schlammig und matschig. Schlammig, kalt und matschig und windig wie die Sau. Boah. Also da herwärts, der Wind hat uns ganz schön von Moped geblasen. Wir haben ein paar schöne Aufnahmen, wo man dann sieht, dass das Moped auch so geradeaus fahren kann. So. Wir sind über Göhr gefahren. Göhr in Ungarn, da war früher mal WM-Lauf Enduro, da war ich vor 20 Jahren schon mal. Und jetzt sind wir in Fischament und gehen wir schon auf die Bikes über, oder? Oh, genau. Die Else und die Andrea, die sind schon wegen abgewaschen, weil wir wollten euch da keine so dreckige Motorräder zeigen. Ne? Wir haben mal drüber gespritzt, optisch im ersten Moment würde ich außer Reifenwechsel und Ölwechsel nichts machen müssen. Ne? Nee. Muss ich sagen. Ein paar neue Pepperle drauf machen. Ja gut, den hat es runtergewischt. Ne? Meiner ist weggegangen, haben wir komplett abgezogen. Aber es ist cool, man sieht wie viel Sprit da drin ist. Ne? Ja. Wackel mal. Das ist echt geil an den Tanks. Ne? Ja, muss man sagen, also die haben ihren Dienst gemacht. Da unten im Motorschutz haben wir beide zusammengefahren. Ja, ja, man schlägt halt schon öfters mal ein, ne, auf der Strecke. Ja. Also links ist noch alles gut. Vor allem rechts, das stimmt. Bei mir ist auch rechts gerissen. Ja. Komisch. Naja. Ja. Aber sonst muss man sagen, wirklich top diesmal, ohne Probleme. Die Reifen affen geil, danke an Mefo. Das sind die geilsten, was wir bisher gehabt haben. Also die lange noch einmal 3.000 bis 4.000 Kilometer. Scott Oil hat seine Arbeit auch richtig gemacht. Ja. Sieht man. Schmiermaxe hat er immer gefüllt. Ja, also muss ich sagen, hat er mal gut gemacht. Ich habe nur ab und zu nach dem Öl geschaut. Das vernachlässigt man irgendwie dann, weil es kein Öl gebraucht hat. Das Moped. Nur in Russland, als der Kolben kaputt war, da hat ich gesoffen wie die Sau. Aber diesmal haben wir nichts nachfüllen müssen. Wie viele Kilometer sind wir ungefähr gefahren? 3.800. 3.800 und davon kann man sagen 50% auf der TED. Oder waren es mehr? Das waren mehr. Also auch viel Gelände dabei gehabt. Sehr auch viel. Der Vorderreifen, wir haben ja aus Angst und Angst und Vorsicht einen Vorderreifen mitgebracht, aber der sieht auch noch sehr gut aus. Ich meine, irgendwann gibt es da Punkte, wenn man durch Deutschland fährt, aber er macht sein Dienst. Ne? Ja. Den zweiten hätte man gar nicht gebraucht, bloß lieber dabei, als man hat keinen. Ne? Also 5000 ohne Probleme. Was habe ich am meisten genutzt am Motorrad? Also ich habe immer Licht angehabt, das kann ich nicht ausschalten. Ne? Das haben wir damals so gemacht, weil das ein Sicherheitsaspekt ist. Ich habe nie geblinkt, aber was ich ganz oft angehabt habe, war die Griffheizung. Also da muss ich echt, da schaut's her, da steht's Cool Ride. Die Griffheizung ist super. Dann Rock Oil, da war das Öl drin und wir haben das auch nicht gewechselt unterwegs. Climb, das sind die Anzüge, aber die lösen sich jetzt nach der dritten Tour und 35.000 Kilometer langsam auf. Ne? Ja, also ich denke, jetzt haben sie ja Lebensziele erreicht. Also Vinny, überleg dir, ob du uns über neue Klamotten zuschickst. Wäre angebracht. Aber ich muss echt sagen, geil. Was die jetzt mitgemacht haben, die Klamotten, das hätte ich mit dem anderen Anzug wahrscheinlich nicht gemacht. Wirklich da, cool. Dann Hahn Wheels. In meinem Vorderrad habe ich vielleicht jetzt einen leichten Schlag, aber wir haben es so richtig hergenommen. Mefo, das Mousse. Außer bei mir hat es Moos bei beiden durchgehalten. Meins hat es halt hinten zerstört. Kann auch irgendeinen anderen Grund gehabt. Das war auch nur eine Stelle, wo es geplatzt war. Ja, ja.
Motorradersatzteile 24, die Bremsscheiben, die haben wir jetzt auch lange noch drauf. Vorne merkt man eine leichte Kante, hinten würde ich sagen, wären sie zum Tauschen, hinten am Mannring. Ja. Bremsbeläge, Braking, top. Der Johannes, der ist da verewigt, weil der nachher den ganzen Bullshit, den wir da erzählen, schneiden muss. Sick die Flaschen, haben wir die zweite Tour. Und Innotec. Innotec haben wir diesmal zum Glück keinen Kleber gebraucht. Wir haben nirgendwo ein Loch rein gemacht und wir haben nichts abgerissen. Genau. Nur den schwarzen Streifen an deinem Tank. Das war ein Trauerstreifen. Den Trauerstreifen für den Aufkleber, den haben wir dahin gemacht. Ja. So, jetzt dürfst du mal über die Location was erzählen. Location, ja. Also wir sind jetzt hier bei meinem Arbeitgeber in Fischament. Das ist das Herz oder das Hauptquartier vom Bahnbau. Hier hat ja eigentlich die ganze Story von Svitelsky Bahnbau begonnen. Jo, was haben wir hier? Hier werden die ganzen Maschinen gewartet, hier wird alles repariert. Hier ist ein riesen Umschlagplatz, hier ist eine riesige Werkstatt. Drüben seht ihr gerade eine von unseren neuesten Errungenschaften, die ROS 1000. Das ist ein Svitelsky Blasser. Patent. Das ist eine Gleisumbaumaschine, die gleichzeitig auch die Bettung reinigt. Also das modernste, was es derzeit auf dem Markt gibt, auf der Welt. Ja, mit Manuel, wenn wir nachher einen kleinen Spaziergang machen, ich zeige Ihnen mal das kleine Areal von uns. Also man sieht jetzt hier relativ wenig, aber in dem Video beim Reinfahren haben wir einen ganzen Bauhof so ein bisschen im Blick. Also das ist ein Wahnsinnsareal. Riesengroß, unser LKW ist gar nicht aufgefallen. Wir haben ungefähr 25 Kilometer Gleis hier in der Anlage drin. Also es ist Wahnsinn, da hinten ist eine riesige Abstellgruppe. Man kann sogar eine Maschine im Kreis hier umdrehen. Also das ist schon enorm. Jo, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Alles andere wäre Werkspionage. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Die Tour ist leider jetzt zu Ende. Wir sind beide ein bisschen traurig. Aber ja, ist es halt einfach so. Irgendwann gibt es einen Anfang und irgendwann ein Ende. Und wir waren ja die letzte Tour, hoffe ich. Ne? Ja, hältst du es noch mit mir aus? Ja, aber wenn du geduscht bist, dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Oh, na komm, so echt schlimm kann es gar nicht riechen. Ist alles Lavendel. Also das, was da die ganze Zeit rumfliegt, das sind Fliegen. Das sind Flugzeuge, die landen da oben. Irgendwo da oben gibt es Flugzeuge. Seht ihr die Flugzeuge? Irgendwo da oben. Ja, man muss dazu sagen, das Areal ist direkt hinterm Flughafen Wien-Schwechat. Also wir sind Luftlinie vom Flughafen ungefähr 3 Kilometer weg. Jo. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Macht die Glocke an. Ich hoffe, dass der Johannes bald das Thumbnail macht. Wir machen auch ein schönes Bild für ihn. Liked uns in Instagram, Facebook und wo auch sonst. Es war geil mit euch. Wir verabschieden uns jetzt und es wird eine ganze Weile dauern, bis der Film, also diese Filme unserer Tour erscheinen. Bleibt gespannt, es wird sicher cool. Genau. Okay, dann sagen wir zwei Tschüss. Adios. Ciao.